Moin, moin, ich grüße euch bei mir zu Hause, gerade hier im Kofferraum von meinem Bulli. Ich habe gerade in der Hauruck-Aktion das nötigste Angelgerät reingeschmissen, denn eine richtige Welle kommt in unseren Flüssen auf uns zu. Ich wollte eigentlich jetzt über die Jahre, in Kürze startet ja das neue Jahr, wir stehen kurz vor Silvester, nochmal zum Hechtangeln, aber die Temperaturen dieses Jahr sind wirklich verrückt. Wir haben jetzt aktuell bei mir hier im Odenwald, wo sonst Schnee liegt um diese Zeit, 9 Grad Außentemperatur und die starken Regenfälle der letzten Tage haben sich ausgewirkt. Der Rhein ballert richtig in die Höhe. Ich zeige euch das mal schnell auf meiner App hier. Genau zum Jahreswechsel ist die Welle am höchsten und ich vermute, die Waller vielleicht am beißfreudigsten. Deswegen schnell umgepackt, es geht auf Wels. Ich treffe mich dort mit 2 Kumpels. Eine schnelle Nacht. Jetzt kurz vor Silvester, man glaubt es kaum, auf Waller. Die meisten rechnen ja beim Welsangeln immer mit hohen Außentemperaturen. Aber in der Vergangenheit hat es auch gezeigt, steigendes Wasser, dreckiges Wasser, ganz egal dabei, ob die Wassertemperaturen eisig kalt sind, das werden sie sein am Rhein, aber man hat gute Chancen, einen Fisch abzugreifen. Und das wäre doch der Wahnsinn, wenn es jetzt direkt vor Silvester klappen sollte. Abfahrt! Ich hoffe, Finny hat nicht komplett die Schnauze voll. Die war jetzt eigentlich einen kompletten Winter mit mir on Tour und hat sich jetzt über ein paar Tage zu Hause auf der Couch wirklich gefreut. Aber da muss sie durch. Und ich glaube, wenn wir nachher erstmal wieder draußen in der Wildnis sitzen, und es sind ja auch wirklich keine winterlichen Temperaturen, dass sie sich ihren Popo abfrieren muss, wird sie wieder Bock haben. Ich habe auf jeden Fall Bock, bin gespannt. Dieses Winterangeln ist natürlich nicht immer das einfachste Unterfangen. Natürlich haben wir gute Chancen, wenn das Wasser plötzlich ansteigt, dreckig wird. Die Fische werden definitiv aktiv. Die Frage ist dann bloß, wo? Wie groß ist das Beißfenster? Letztes Jahr um die Zeit hatten wir ja richtig Eis und Schnee. Also es war richtig kalt. Und ich konnte einen Fisch von über 2 Meter bei mir am Rhein fangen. Das Foto zeige ich euch hier nochmal. Also das war schon wirklich eine verrückte Session. Ich verlinke euch auch noch mal hier im Video den Film dazu. Es war alles gefroren, ja. Es wundert mich wirklich, dass da nicht mal der Fluss zugefroren ist. Am Ufer gab es jedenfalls riesige Eisschichten und ich konnte da wirklich einen guten Fisch abholen. Aber wie sagt man so schön, die spontanen Sessions sind oft am erfolgreichsten. Viele Angler meiden das, weil man einfach nicht flexibel genug ist oder dann zu faul ist. Aber wie ich den Wasseranstieg jetzt gesehen habe, meine Family daheim war natürlich auch nicht mega happy. Jetzt haut der schon wieder ab. Aber eine schnelle Nacht sollte drin sein. Morgen Mittag bin ich wieder zu Hause und dann können wir den Neujahrsanfang alle zusammen im Kreise der Familie feiern. Aber jetzt gilt es erstmal mit meinen 2 Kumpels. Ihr könnt ja mal in die Kommentare jetzt vom Video posten, mit wem ich mich treffe. Wer als erster die beiden Namen der Angler, mit denen ich mich jetzt treffe für eine schnelle Nacht, in die Kommentare unten im Video postet, der kriegt einen fetten Preis von mir zum Neujahrsanfang. Das ist doch eine coole Sache, das macht es doch ganz spannend. Eine spannende, eiskalte Sache wird es definitiv. Die Außentemperaturen sind zwar eher frühlingshaft, aber die Wassertemperaturen vom Rhein werden definitiv arschkalt sein. Ich schätze mal, wir werden 5 Grad haben. Wir schauen nachher mal aufs Echolot, aber dennoch kann man bei diesen Bedingungen Fische fangen. Ja. Die meisten Angler sehen ja den Waller eher so als wärmeliebenden Fisch. Natürlich ist das Frühjahr, der Sommer und der Herbst die einfachere Angelzeit für uns Angler. Aber auch im Winter fressen die Fische, wenn auch wenig. Wir müssen nur die richtige Platzwahl jetzt treffen, das Beißfenster treffen und dann geht's vorwärts. Ich habe mir jetzt für die Fahrt, ich hatte ja keine Zeit mehr großartig noch zu frühstücken oder mir was zu essen zu machen, so einen leckeren Mango Lassi eingepackt. Ich liebe das Zeug. Schmeckt super, super lecker und ihr habt eine komplett ausgewogene Trinkmahlzeit dann drin. Ja? Vor allen Dingen jetzt auf dem Weg zum Angeln, wenn es schnell gehen muss. Die Welle kommt auf uns zu. Beifood, mega. So, ich fahre jetzt weiter. Hab noch eine halbe Stunde Fahrzeit vor mir. Wir sehen uns gleich am Wasser und drückt uns die Daumen, dass da Winterwaller, der Waller zum Neujahrsbeginn, uns ans Band geht. Das wäre doch der Hammer. Wir fahren jetzt gleich das erste Mal über den großen Fluss.
und schauen uns mal die Situation von oben an. Ich bin gespannt, ob man schon was von der Welle, die auf uns zukommt, sieht. Ja, ob das Wasser schon dreckig ist, ob schon Holz unterwegs ist. Er ist schon am Steigen. Ist schon braun. Da kommt was auf uns zu. Das schaut gut aus. Ich bin am Wasser angekommen. Ich warte jetzt nur noch aufs Wassertaxi. Das, was ihr da unten stehen seht im Hintergrund, ist alles, was ich brauche für eine schnelle Nacht. Ist natürlich cool. Nicht viel Tackle. Und es fängt schon wieder an zu regnen. Ist natürlich super. Sonst schneit es eigentlich um die Jahreszeit und jetzt regnet es. Aber ich bin gut wasserdicht begleitet und bin jetzt gespannt. Die Zeit rennt. 1000 im Hintergrund seht ihr überall hier in den Zuläufen vom Rhein Raubfischangler. Die angeln auf Hecht, Zander und Barsch. Das ist jetzt natürlich die Primetime. Die anderen Räuber ziehen sich jetzt hier ins stille Wasser zurück, wo auch das Futter ist. Die Waler machen das sicherlich auch, ja, vor allem wenn jetzt der Rhein steigt. Auch im Winter findet man immer in den ruhigen Bereichen Wälse, Hafenanlagen, Altwasser. Ruhige Bereiche, einfach neben dem Hauptstrom, da liegen sie ab. Aber wenn das Wasser steigt, werden sie definitiv dem Futter folgen. Und das Futter geht aus der Hauptströmung vom Rhein raus und geht in die Nebenarme, in ruhige Bereiche. In Bereiche, wo das Ufer auch sehr flach ist und der Hauptstrom reindrücken kann, wenn das Wasser dann anfängt zu steigen. Also all diese Gebiete sind top, um im Winter sein Glück auf Wels zu versuchen. Mein Wassertaxi nähert sich da hinten. Jetzt wird's spannend. Moin Stefan. Schöner Platz haben, Bombe Wetter. Da geht was, Stefan. Naja, der Peter ist ja ganz optimistisch. Schnell alles ins Boot und ab geht's. Bin gespannt, ob wir Glück haben. Fini guckt schon, wo die Waller sind. Und jetzt müsst ihr Gas geben in den Videokommentaren. Wer ist der zweite Angler? Aber ich glaube, jetzt ist es ja komplett logisch, ne? Wen wir jetzt noch treffen. Es gibt ja nur ein Wildcats-Team. Aber ihr habt noch Zeit. Ihr könnt es immer noch reinschreiben, wer der zweite Angler ist. Der sitzt schon am Ufer und muss das Camp aufbauen. Hallo. Grüß dich, Stefan. Hallo. Die sitzen ja nur im Dreck hier, die Wildcats-Jungs. Aber so muss es sein. Normalerweise hätten wir Schnee und jetzt haben wir Schlamm. So, aber jetzt ausladen. Es ist schon wieder später Nachmittag. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wir sind am Platz angekommen, haben erstmal alles aufgebaut. Erstmal Gratulation dem ersten hier in den Videokommentaren, der die zwei Angler erraten hat, mit denen ich unterwegs bin. Peter und Patrick von unserem Wildcats-Team. So, jetzt bereiten wir die Montagen vor und dann müssen wir auslegen. Es ist jetzt schon wieder später Nachmittag, ist die Winterzeit, furchtbar. In einer guten halben Stunde ist es stockeduster, lange Nächte. Aber wer weiß, der Rhein steigt gut, er kommt gut. Und wenn wir jetzt hier noch einen Fisch abholen, kurz vor dem neuen Jahr, das wäre doch der absolute Wahnsinn. Noch ein paar kurze Infos zum Angelplatz. Hier draußen seht ihr ja die großen Schiffe vorbeiheizen. Wir haben uns ein kleines Einlaufgebiet jetzt für diese Nacht rausgesucht. Hier ist definitiv Futterfisch drin, auch wenn das Wasser jetzt nicht steigen würde. Die Fische gehen aus dem Strom raus.
ein ganz begehrter Platz hier für Hecht- und Zanderangler. Aber ich denke, dass jetzt auch die Welse hier reinziehen. Heute Abend, über Nacht werden 60, 70 cm Wasser dazukommen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht noch kurz vom neuen Jahr hier noch absaufen. Also die Zelte stehen fast Wasserkante. Bin gespannt. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Montagen an, wie wir jetzt im Winter vorgehen, um mit viel Glück ein Wallansband zu bekommen. Wir haben jetzt hier große Tauwürmer dabei. Und dann habe ich hier eine leckere Forelle. Peter ist schon gut am Wursteln, aber ihr wollt ja sehen, was wir machen. Die Jungs haben auf jeden Fall, was hast du denn dabei? Die Biestruten, mega coole Ruten. Nicht nur für den Rhein, ne? Für ganz Europa, 3,5 Meter. Ja. Gut, die nehmen wir jetzt auch für Italien, für Spanien, genau. Für Deutschland. Das ist ein bisschen eine stärkere Rute. Aber eine schöne Länge. Und dann haben wir saftige Tauwürmer hier am Start. Und Don Pedro, der lebt ja auch in der Nähe von der Forellenzucht. Der kann es sich natürlich leisten, hat natürlich reichlich Deadbaits dabei. Forellen jetzt im Winter. Waller sammeln, oder? Ja, Waller sammeln jetzt, gerade jetzt um die Jahreszeit. Ich werde jetzt auch nicht die komplette Forelle dranhängen. Ich werde sie jetzt hier halbieren und wenn noch ein paar Streifen reinschneide, dann flattert es ein bisschen in der Strömung drin und dann riecht sie auch ein bisschen mehr, gibt mehr Aromastoffe frei und da hoffe ich mal, dass da echt was geht heute, Stefan. Was hat er eben erzählt? Du machst Filets, du schneidest die in der Hälfte auseinander? Genau, ich schneide jetzt in die Hälfte auseinander, weil die Waller auch im Winter nicht so viel fressen. Dann nehmen wir die lieber kleine Happe, die sammeln mehr und so eine leckere Streife, wo so in der Strömung flattert, da kommen sie nicht vorbei. Das nehmen die. Das ist ja krass, das habe ich noch nie erlebt. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an, wie der Peter die Streifen schneidet. Und dann fahren wir die Ruten raus, gleich ist es dunkel. Und gleich haben wir auch Neues Jahr, neues Glück. Also, dass ihr es jetzt nicht falsch verstanden habt, Peter teilt nicht die Forelle der Länge nach, sondern in der Hälfte, ähnlich wie ich es schon beim Deadbait-Angeln auf Hecht gemacht habe, und setzt diese knapp über Grund. Und diese Forellen aus den Forellenzuchten, Finny, jetzt halt mal die Klappe, wir reden hier gerade, und diese Forellen aus den Forellenzuchten wurden ja die ganze Zeit mit Pellets aufgefüttert. Und da vermutet Peter, da gebe ich mir auch irgendwo recht, dass dieser extreme Duft, ja, der auch im Fleisch drin sitzt, von dem Pelletfutter, doch so diese trägen Wälse, die jetzt in der Hochwasserphase hier in die Altarme reinziehen, ja, dass die Bock drauf haben und die Dinger wegsnacken, weil sie einfach knapp über Grunden der Strömung leicht hin und her taumeln. Ja. Also wichtig ist natürlich frische Forelle, ne? Also keine ausgenommenen. Genau, aber ich töte immer die Forelle, immer ein paar Stunden vorher, damit die Totenstarre schon weg ist. Das ist immer ganz wichtig. Okay, also zwei Hälften. Zwei Hälften. Beim Hechtangeln. Und jetzt schneide ich das Schöne. Ich nehme halt eine Schere. Die Schere ist immer leichter zu schneiden wie jetzt mit dem Messer. Klar, da kannst du halt schön. Ach, so. Da schneide ich dann so eine schöne Streife. Drauf. Und dann hängt das Fleisch raus. Man muss halt etwa so nach 6 Stunden die Forelle mal austauschen. Verliert jetzt stark ihr Aroma. Aber jetzt jetzt das flattert so, jetzt hier noch ein bisschen. Und dann ganz knapp über Grund. Ganz also nicht knapp auf Grund, ja. Sondern knapp über Grund. Knapp über Grund. Schneide ich sie hier noch ein bisschen auf. Okay. Und dann vorne mit dem Einzelhaken und hier nehmen wir aber trotzdem immer noch unseren Ghost Hook rein. Okay, dann zeig nochmal schnell das Anködern und dann fahren wir die erste Rute raus. Das ist der Wahnsinn. Mein Kombi besteht aus einem Einzelhaken, aus einem robusten Plakett-Einzelhaken, hier der Ghost Hook. Jetzt kann ich hier durch das Kombi-Rig, hier ist also Mono und hier ist geflochtener, jetzt kann ich hier das anpassen, der Köderlänge. Kann ich hier den Einzelhaken rein, richtig fest rein, dass wenn der Waller beißt, das nicht gleich wegzieht. Ah, schön. Und der Ghost Hook. Ganz hinten hin, also auch wenn sie spitz beißen. So kriege ich jeden Fisch. Ist ja eigentlich wirklich eine coole Sache. Und dieses Vorfach nutzt du ja auch dort in den Regionen, wo es erlaubt ist, für ein Livebait oder halt für ein Deadbait. Und du kannst halt ganz bequem alles anpassen. Ne? Durch den geflochtenen Teil unten, oben durch das Mono, entweder auf dem Fischfetzen oder auf einen kompletten Köderfisch. Ne? Genau, Stefan. Halt ganz flexibel. Ja,
So ist es. Jetzt habe ich mega ein Vorfach für alles. Und da erkennt ihr jetzt schon in der Strömung, wie der hier anfängt zu schwänzeln, zu tentakeln. Sieht eigentlich aus wie ein, ja, wie ein, ich wollte mal ein Oktopus werden, ne? Aber so ein Fischfetzen zerstückelt, ja, läuft. Okay, die erste U-Pose, hier ist eine U-Pose drauf, kommt jetzt raus, also auch ganz knapp über Grund präsentiert den Köder. Ne? Aber du kannst auch den Fischfetzen auch an der, ihr habt ja gesehen, ihr habt zwei Posenmontagen, auch ja, zwei U-Posen. Posen und also wir variieren. Ja. Das müssen wir jetzt testen, wo sie Bock drauf haben. Entweder ein bisschen höherer Köderabstand durch die Posenmontage oder mit den U-Posen knapp über Grund. Aber das sieht mega aus. Meistens seid ihr wahrscheinlich gespannt auf die Wassertemperaturen hier im Rhein. Schauen wir mal aufs Echolot. Da habe ich mich bei der Herfahrt wirklich verschätzt. Ich habe gedacht, der wäre bei 5 Grad vielleicht sogar drunter. Aber ich glaube, er wird noch drastisch abkühlen, wenn die Brühe jetzt kommt. Aber ihr seht es jetzt hier schon, das Wasser wird richtig braun. Diese ganzen Äste, die ihr im Hintergrund seht, werden morgen alle unter Wasser sein. Und auf dieses Ufer spekulieren wir, dass die Fische jetzt hier unter den Hecken, da wird das Futter hinlaufen, sich hinstellen. Da werden auch die Baller hinkommen. Und genau hier suchen wir jetzt den ersten Angelplatz. Ist alles kahl, aber die Hecken im Wasser werden später definitiv die Fische bringen. Ganz knapp an der Uferkante, um dem Treibholz bei dem steigenden Rheinwasser jetzt aus dem Weg zu gehen, werden die Ruten abgelegt, die Köder präsentiert, denn genau dort werden auch die Wälse jetzt hier ins Altwasser reinziehen. Nächste Route werden wir mit einer Posenmontage Freestyle angeln. Patrick knotet gerade da hinten den Ausleger in die Hecken rein, ganz dicht am Ufer. Und gleich ist es dunkel. Gleich braucht man Licht, aber wir sind fast durch. Und der Regen hat wieder eingesetzt. Der Regen kommt und der Rhein kommt auch. Das Wasser steigt. Können wir zugucken aktuell. Wichtig ist es gerade im Winter, dass wir halt grundnah angeln. Und jetzt ist hier eine Wassertiefe von 3,5. Jetzt habe ich auf 3,5 eingestellt. Es soll mal noch steigen, der Pegel vom Rhein, noch so 40, 50 cm und dann passt es. Jetzt mache ich hier noch einen halben Überschlag, dass es hier fixiert ist, fest, dass die Pose bei Spannung nicht runterrutschen kann. Schön Freestyle abgespannt, Regen wird stärker, zwei Ruten haben wir noch, die ballern wir noch schnell raus und dann sehen wir uns im gemütlichen Zelt mit der Hoffnung auf einen Neujahrswaller. Naja, alles abgedeckt, ne? Grundnah mit der U-Pose und ein bisschen Übergrund mit der Freestyle-Montage, wie auch im Sommer, das gleiche Angeln. Thank you.
vor kurzem war ja Weihnachten. Die Glöckchen klingeln und hoffen wir mal, dass sie heute Nacht auch klingeln. Die Hells Bells werden uns schon wach machen. So, die Arbeit ist gemacht. Schauen wir mal, ob uns Petri hold ist. Wäre ja mega. Aber besser als daheim zu hocken, Karten zu spielen und aufs neue Jahr zu warten. Nur wenn man im Wasser ist, kann man Fische fangen. Peter, was machen die Welse? Ja, die Welse. Bis jetzt ist noch keiner am Köder. Ich hoffe, dass noch was geht. Aber ich lege mich jetzt schlafen. Bis zum Biss? Bis zum Gluckern. Schön verpennt, jetzt hier aus dem Zelt rausgerissen worden. Heute Nacht um 3 hat man eine Aktion, ganz komisch, Fisch hing nicht. Peter sagt vielleicht sogar, es war ein Biber. Aber jetzt ist wahrscheinlich der letzte Fisch dieses Jahres am Band. Er hängt jetzt. Scheiße. Jetzt ist frei. Ja, hier sind überall Bäume. Dort sind überall Bäume. Boah, Alter, hier mitten im Wald, der Rhein ist so gestiegen heute Nacht. Ganz knapp hängt er. Aber er hängt, da ist er. Cool. Hängt er knapp, Stefan? Hängt knapp. Ganz Hase. Der Drilling, ja. Hinterer Hage hängt irgendwo im Bündel. Ja, hier in dem Geäst. Hammergeil. Wahnsinn. Auch nur eine Flanke. Das wird auch deswegen der Fehl bis heute Nacht gewesen soll, denke ich. Kalte Wasser. Da packen die halt nur ganz knapp Druck. Wahnsinn, ey. Kurz vor der Silvesterparty geht der Besen noch rum. Guck mal, dass wir den Abbau kriegen. Ja, hier ist nur Holz jetzt. Das ist so blöd gestiegen. Jetzt treibt man nächsten Busch. Aber das kriegt man hin. Geht uns ein bisschen raus. Alter Vater. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, der hängt wirklich super knapp, hey. Trotz Drilling. Ja, das ist der Fanghage beim Taubenbündel. Hammer. Schön. Schöner. Hier ist aber eine Bisswunde drauf von seiner Mama. Den holen wir im neuen Jahr ab. Da ist noch eine Abschürfung. Ganz schöner Schrubber. Eine geballert gekriegt. Petri, Jungs, Wahnsinn. Ja, cool. Zum Abschluss vom Jahr nochmal so ein Fisch. Ich habe schon gedacht, wir fahren mit dem Fehlbiss nach Hause. Aber siehst du, hing ganz knapp. Aber es hat geklappt. Mega. Mega. Jetzt können wir heimfahren, Silvester feiern. Ja, war noch eine echt schöne Abschlusssession. Petri, Jungs. Danke, Stefan. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind schon wieder am Packen. War klar, wir wollten ja auch nur eine schnelle Nacht machen, aber jetzt müssen wir doch schneller einpacken, als was wollten, denn der Rhein steigt richtig gut. Also wir haben jetzt vielleicht noch 10 cm zu den Zelten. 60, 70 cm kommen da noch drauf. Und heute in der Silvesternacht wird man wahrscheinlich die besten Angelbedingungen haben. Der Höchstpunkt wird erreicht. Die Fische sind aktiv. Aber wir fahren jetzt nach Hause zu unseren Familien. Die freuen sich auch. Wir sind das ganze Jahr unterwegs. Und da sollten wir wenigstens zum Neujahrsbeginn alle schön zusammen sein und schön zusammen feiern. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die Session. Ein Fisch kam, für die Bedingungen, kaltes Wasser, Winterzeit,
hohe Außentemperaturen sind wir ganz zufrieden. Und ich glaube, nächstes Jahr 2022 wird ein richtig fettes Angeljahr. Ich freue mich drauf. So Jungs, wir wünschen euch und euren Familien alles Gute, ein gesundes neues Jahr. Und wie sagt ihr immer, stay wild. Viele Grüße vom Wasser. Ja, viele Grüße an euch. Lasst krachen. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.